Wir haben es gehört, Jakob hatte eine großartige Vision in einem Traum, etwas, worum viele von uns ihn vielleicht beneiden. So etwas Klares, so eine deutliche Erfahrung der Gegenwart Gottes. Und man könnte sich denken, dass das hier stattgefunden hat, nachdem Jakob sich als besonders fromm, als besonders gehorsam, als treuer Gläubiger erwiesen hatte und dass das so eine Art Belohnung nun für ihn ist. Und interessanterweise ist das Gegenteil der Fall. Das, was wir gehört haben, das war Kapitel 28 aus dem ersten Mosebuch. In Kapitel 27, da passiert eine Sache, die den meisten von uns bekannt ist. Jakob betrügt seinen eigenen Vater, er legt ihn richtig rein und er betrügt seinen Bruder Esau und das alles, um in den Genuss des Segens durch seinen Vater zu kommen. Er ist dabei erfolgreich, er linkt die beiden und dann kommt dieser Traum, dann kommt diese Begegnung. Wenn ich Gott gewesen wäre, ich hätte mich ja den Jakob geschnappt und hätte mit der Faust auf den Tisch geknallt und hätte gesagt, so nicht, Freundchen, du kannst nicht dich so verhalten, das, was du jetzt tun musst, wenn du nicht mit ernsthaften Konsequenzen rechnen willst, sofort umdrehen, dich bei deinem Vater und deinem Bruder entschuldigen und die ganze Geschichte rückgängig machen. Aber glücklicherweise bin ich nicht Gott. Sondern glücklicherweise ist die Botschaft, die wir dem entnehmen können, Gnade. Gott sieht nicht zuerst auf unsere Fehler, sondern er sieht auf uns. Und das, was er dann sieht, ist jemand, den er lieb hat. Unendlich lieb hat. Das ist Gottes Einstellung zu dir und zu mir. Dass der Jakob das später dann noch korrigieren sollte und so weiter, unbenommen. Gott will Wahrheit und Gott will Gerechtigkeit. Das ist auch geschehen. Aber vor all dem steht nicht die Korrektur, die der Mensch vornehmen muss, sondern das unverdiente Geschenk der Liebe und der Gnade und eben dieses großartigen Traumes und Zuspruchs und diese Verheißung, die Jakob empfängt. Das bedeutet für dich, liebe Predigthörerin, lieber Predigthörer, du bist nicht zu unwürdig für eine Begegnung mit Gott. Egal, was dich gerade runterzieht, egal, was du in der letzten Nacht gemacht hast, von dem du vielleicht weißt, dass es absolut nicht das ist, was Gott will, du bist nicht zu unwürdig für eine Begegnung mit Gott. Wenn du dich ihm zuwendest, wendet er sich nicht ab, sondern er wendet sich dir zu in Liebe. Und wenn du denkst, ich habe so viele Probleme im Moment, da bin ich so drin verstrickt, da kann Gott gar nicht sich mir nahen, da habe ich ganz andere Dinge zu tun, dann gilt das Gleiche. Ich will das mal auf zwei Sprüche bringen. Das mit der Schuld ist das eine. Der erste Spruch lautet, wenn der Teufel dich an deine Vergangenheit erinnert, also an deine Sünden und so, dann erinnere ihn an seine Zukunft. Der Teufel landet nämlich im Feuersee. Und es ist niemals Gott, der dich an bereits längst vergebene Schuld, weil du sie zu Gott gebracht hast, diese Schuld und Vergebung bekommen hast, erinnert. Es ist immer der Teufel. Und den kannst du getrost abweisen. Auch mal mit einem kecken Spruch. Und wenn es deine Probleme sind, die dich fernhalten von Gott, dann darfst du natürlich mit Gott über deine Probleme reden und ihn um Hilfe bitten. Aber bleib dabei nicht stehen,
Jetzt kommt der zweite Spruch. Sag nicht nur Gott, wie groß deine Probleme sind, sondern sag auch deinen Problemen, wie groß Gott ist. Nämlich viel, viel größer als alle deine Probleme. So, nun haben wir also darüber gesprochen, die Vergangenheit des Jakob. Jetzt kommt diese unglaubliche Erfahrung. Ich lese uns noch mal ein bisschen aus dem Text. Jakob träumte und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt und ihre Spitze berührte den Himmel. Und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, ich will es dir geben und deiner Nachkommenschaft. Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall, wohin du gehst und dich in dieses Land zurückbringen, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich zu dir geredet habe. Wow, Gott ist da. Und das ist ja auch dieses, was den Jakob zum Erschaudern bringt. Er merkt plötzlich, hier ist Gott gegenwärtig. Und das Wort, das da für Leiter steht, wenn man das im Hebräischen nachschaut, bedeutet eigentlich Rampe, also eine von Menschen oder von Engeln gebaute Aufschüttung in den Himmel. Und ich musste dabei zurückdenken an die Kieler Unikirche. Niklas, du kennst die, die ist so gebaut, dass sie ein bisschen an eine Rampe erinnert. Und wir nannten die immer die Gebetsrampe. Und das hier ist ja auch so eine Art Gebetsrampe, ein Ort, an dem deutlich wird, Gott ist mittendrin. Gilt das denn nur für diesen Ort, Bethel, von dem hier die Rede ist? Nein, diese Trennung zwischen der natürlichen Welt und der übernatürlichen Welt. Der natürlichen Welt, in der die Naturgesetze gelten, in der wir uns bewegen, in der wir sehen und hören können, und der übernatürlichen Welt, in der Gott ist und der Teufel und die Engel und die Dämonen und der Himmel. Diese Trennung ist in unserem Denken durch die Aufklärung, eine geistesgeschichtliche Epoche in Europa, da ist diese scharfe Trennung zwischen natürlich und übernatürlich vorgenommen worden. Und auch wir Christen sind noch davon geprägt, obwohl wir es eigentlich besser wissen. Wir haben am Anfang dieses Lied gesungen, Gott ist gegenwärtig. Und genau das ist die Botschaft der Bibel und das glauben wir von Herzen. Er ist nicht fern, er ist nicht in einer anderen Sphäre, sondern es gibt das Sichtbare, aber es gibt genauso auch das Unsichtbare. Und die Wirklichkeit Gottes ist die entscheidende Wirklichkeit, sogar noch wichtiger als das, was wir so praktisch hier sehen und anfassen können. Aber wie gesagt, manchmal, obwohl wir das theoretisch wissen, verhalten wir uns so, als wenn das wirklich zwei Welten wären. So ein Spruch wie, da hilft nur noch beten, macht das deutlich. Man kommt ja ganz gut zurecht ohne Gebet und ohne die Hilfe Gottes im normalen Leben. Und wenn das dann mal ausgereizt ist und wenn man selber nicht mehr weiterkommt, dann ist der Punkt, wo man es noch mit Beten versuchen kann. Aber dieser Spruch, der macht eher Hoffnungslosigkeit deutlich als eine freudige Erwartung auf ein erhörtes Gebet. Wir dürfen mit Gottes Gegenwart rechnen. Wir erleben das Wirken Gottes in dieser Welt, wenn wir offene Augen dafür haben. Das, was diese Schwester aus dem Iran erzählt hat, wie sie gerufen worden ist von Gott durch unsere Kirchenglocken und dann gleich genau bei den richtigen Leuten gelandet ist, die ihre Muttersprache sprachen. Wenn das mal kein Wunder ist, wenn das nicht mal ein Beweis ist dafür,
dass Gott wirklich gegenwärtig ist und handelt. Wenn man offene Augen dafür hat, wenn man das glaubt und lebt, dann wird unsere Welt unendlich bereichert, weil wir mit der Gegenwart Gottes rechnen. Und Gott will eben nicht nur Nothelfer sein, wenn gar nichts anderes mehr geht, sondern er will unser ganzes Leben durchdringen. Ich habe hier 4 Beispiele. Eins habe ich schon mal erzählt. Wenn ich meinen Schlüssel verloren habe, dann suche ich ihn. Und dann verzweifle ich oft, weil ich ihn nicht finde. Und dann denke ich immer darüber nach, dass ich noch nie eine Versicherung abgeschlossen habe für meinen Schlüsselbund. Und dann geht es mir ganz schlecht. Und irgendwann fällt mir dann ein, ich könnte ja auch mal beten. Und dann bete ich, Herr, zeig mir, wo der Schlüssel ist. Und da, wo ich schon 10-mal gesucht habe, da liegt er dann plötzlich. Vielleicht kennen Sie solche Erlebnisse. Hätte ich mal vorher beten sollen. Oder meine Frau und ich lieben es, zusammen einzukaufen und gerne in richtig großen Supermärkten, also Tondo oder Real in Oststeinbek oder die großen Edekas, die es so gibt. Und dann sind wir zusammen unterwegs. Meine Frau schiebt immer den Wagen und ich meinen Bauch. Und dann, wenn ich etwas gefunden habe, dann suche ich meine Frau, um es in den Wagen zu legen. Und manchmal ist es so, ich gehe von einem Ende des Ladens ins andere, gucke in alle Gänge und dann nochmal zurück und finde sie nicht. Und dann denke ich, du könntest ja jetzt auch mal beten. Weil in der Bibel wird deutlich, Gott ist nicht zu klein und nicht zu gering. Und dann bete ich und gucke in den nächsten Gang. Und wer ist da gerade? Meine Frau. Das habe ich echt schon serienweise so erlebt. Ich werde nicht klüger. Eigentlich müsste ich doch jetzt klüger werden, aber es läuft immer noch so. Dann das Ding mit dem Parkplatz. Ich fahre in die City und hoffe, dass ich einen Parkplatz finde und finde keinen. Und dann drehe ich da rum und suche und der ist zu klein und da ist Parkverbot und so weiter und ich finde nichts. Und dann irgendwann denke ich, na, kannst ja auch mal beten und dann finde ich einen Parkplatz. Jetzt kürzlich, letzten Mittwoch, da hatten wir Pastorenkonvent in der City in einer riesigen reformierten Kirche dort. Niklas und ich waren beide da. Und da wusste ich schon vorher, dass es fast unmöglich, da einen Parkplatz zu finden. Aber ich hatte auch keine Lust, mit Öffis zu fahren. Und dann bin ich also losgefahren und habe während der ganzen Fahrt immer mal wieder gebetet, ach Herr, schenk mir doch einen Parkplatz. Und dann komme ich da an und direkt vor dieser Kirche ein großer, komfortabler Parkplatz. Ich denke, okay, das ist jetzt von Gott, freue mich, zahl die Parkgebühr und stell fest, ich kann hier nur für 2 Stunden bezahlen. Dann gehe ich rein, denke, naja, der Konvent dauert 3 Stunden. Aber als die 2 Stunden vorbei waren, war ich ehrlich gesagt so gelangweilt, dass ich auch das noch als Handeln Gottes gesehen habe, dass ich nach 2 Stunden wieder raus musste. Ich bekenne Ihnen, dass ich viel zu wenig in dieser Dimension der Gegenwart Gottes lebe und ich will viel mehr daran glauben und ich will viel mehr erleben von diesen Dingen, die ich Ihnen eben erzählt habe. So, mein letzter Punkt, Träume. Träume sind ja in der Bibel ein bevorzugter Offenbarungsweg Gottes. Gott hat viele Wege, um sich uns zu offenbaren, ganz viele. Und wenn man die verschiedenen Geschichten von Leuten hört, dann macht er es eigentlich bei keinem so wie bei einem anderen, sondern er hat seine Wege, uns zu erreichen, die für uns genau richtig sind und wo wir wissen, das ist jetzt Gott. Trotzdem, Träume, wie gesagt, ein bevorzugter Offenbarungsweg. Aber natürlich, nicht jeder Traum ist von Gott. Ich würde mal behaupten, die meisten sind es nicht. Wenn man eine Therapie macht,
dann kann es sein, dass der Therapeut sagt, schreiben Sie mal in der nächsten Zeit Ihre Träume auf und bringen Sie die mit. Und wenn man das dann macht, dann merkt man, dass ganz viel von dem, was man träumt, zu tun hat mit dem, womit sich die eigene Seele gerade herumplagt. Und dass Träume auch eine Art der Verarbeitung von Konflikten, Situationen und Ängsten sind. All das ist wunderbar geschaffen von Gott. Wie gut, dass wir diesen Reinigungs- und Hilfsmechanismus in uns haben. Aber das ist noch keine Offenbarung. Und manchmal haben wir auch Albträume. Gott schickt uns keine Albträume. Und er schickt uns auch keine unverständlichen Dinge, die wir gar nicht kapieren. Das wäre ja völlig sinnlos. Und wenn wir solche Dinge träumen, dann müssen wir nicht grübeln, sondern können das abhaken. Das war wohl eher ein Traum, der meiner Verdauung zuzuschreiben war. Und das, was Gott uns durch Träume sagt, ist nie im Widerspruch zu seinem geschriebenen Wort der Bibel. Und doch geschieht es, trotz aller dieser Ausschlüsse, die ich gerade gemacht habe, dass Gott auch durch Träume zu uns redet. Und wenn ich jetzt das Mikrofon freigeben würde, bin ich sicher, dass eine ganze Reihe von Ihnen erzählen könnten, wie Gott durch Träume zu Ihnen gesprochen hat und Sie haben danach gemerkt, das war wirklich Gott. Ich will Ihnen zwei Beispiele erzählen. Das ist so in beiden Fällen, ich weiß gar nicht genau, ob es ein Traum war oder ob es mehr so eine Vision war, ein geistlicher Eindruck. Eine Frau war Weihnachten 2007 hier in der Friedenskirche. Eine Iranerin, das war ein Gottesdienst, der vom ZDF übertragen wurde. Und sie war hierher gekommen, weil ihre Freundin in dem Gottesdienst mitwirkte. Und diese Iranerin, Christin, saß da und sah die vielen Kinder, die in diesem Gottesdienst mitwirkten, welche mit weißer Hautfarbe, aber auch viele andere in ganz verschiedenen Schattierungen. Jentfelder Kinder. Und als sie so da saß, hatte sie plötzlich den Eindruck, dass Gott zu ihr spricht, hey, das sind doch alles Kinder, so wie du es mal warst, als du damals mit deinen Eltern nach Deutschland gekommen bist. Und du kennst die Probleme, die Kinder, die von woanders kommen, in Deutschland haben. Und du weißt, wie man damit umgeht. Eigentlich oder bestimmt will ich von dir, dass du mal mit diesen Kindern arbeitest. Und das war für sie so stark, dieser Eindruck, dass sie ihn nicht vergessen hat. Und als sie dann ein paar Jahre später die Anfrage bekam, ob sie nicht im Jugendhaus der Arche mitarbeiten wolle, da war ihr das sofort präsent. Und dann ist sie da eingestiegen und ist jetzt seit vielen Jahren dort im Team, hauptamtlich, und macht genau das, von dem Gott ihr damals den Floh ins Ohr gesetzt hat. Sie ist in unserem Mutmacherprojekt, leitet das und hilft Kindern mit Migrationshintergrund, Jugendlichen, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden. Wow, ein Traum, der wahr wurde, ein Traum von Gott. Und wenn man sie sieht und mit ihr spricht, und ich würde sagen, ich weiß es auch ein bisschen aus meinem Leben, dann kann man sagen, es gibt kaum ein größeres Glück, als in der Berufung zu leben, die Gott einem aufs Herz und aufs Leben gelegt hat. Etwas zu tun, von dem man weiß, das ist richtig, das ist sinnvoll und hier ist mein Platz. Eine andere Frau aus unserer Gemeinde, vielleicht kennen Sie sie, ich will ihren Namen nicht erwähnen, die ist Lehrerin in Billstedt. Und sie hatte auch einen Traum. Sie sah eine Brücke zwischen Billstedt und Jenfeld. Damals gab es die Arche schon. Und sie sah Kinder auf dieser Brücke hin und her gehen. Und sie hatte den Eindruck, dass Gott damit sagen wolle,
im Bild steht, soll auch so etwas wie eine Arche entstehen. Und sie hat erstmal nichts gemacht, als dafür zu beten. Und dann hat sie nach einiger Zeit davon erzählt. Und es hat sich ein Gebetskreis gebildet für eine Arche in Billstedt. Und irgendwann kamen auch Leute, die bereit waren, dafür Geld zu geben. Und mittlerweile gibt es die Arche in Billstedt schon einige Jahre. Und das Geheimnis ist, es fing alles an mit diesem Traum oder dieser Vision. Und all das hat sich bewahrheitet. Und was ist es für ein größeres Glück, als zu merken, Gott hat mir das aufs Herz gelegt und ich habe das getan, was ich konnte, aber er hat dann wirklich diesen Traum zur Wirklichkeit werden lassen. Also, liebe Hörerin, lieber Hörer, verträume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Sie merken, heute ist der Tag der Kalendersprüche. Verträume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Und Martin Luther hat auch so etwas Ähnliches gesagt. Der hat gesagt, niemand lasse den Glauben daran fahren, dass Gott durch ihn eine große Tat tun will. Der Sinn des Lebens, wenn wir ins Neue Testament gucken, ist Gott zu suchen, Jesus zu finden, ihm sein Leben anzuvertrauen, sich lieben zu lassen von Gott und diese Liebe in die Welt hineinzugeben. Das gilt für jeden Menschen. Und dann geht es etwas individueller weiter. Dann geht es darum, die Berufung zu suchen, die Gott auf mein Leben legen will, diese Berufung von ihm zu bekommen und anzunehmen und dann diese Berufung zu leben. Lebst du schon deinen Traum? Heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens auf Erden. Amen.